Peter Otello als Zweitmarke von Vodafone. Wir sind ja derzeit mit dem aktuellen Werbespot am Start, der sehr, sehr cool ist. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Wo stehen wir denn mit Otello derzeit am Markt? Ja, wir werden bald überall in Deutschland vertreten sein. Wir haben schon sehr stark angefangen mit eigenen Otello-Shops. Das bauen wir weiter aus, sodass wir das Produkt, das ja jetzt das Beste ist in dem Segment, in unserem Discount-Segment, das Beste im Markt, dass wir das auch überall gut verkaufen können. Okay, das hört sich sehr, sehr cool an. Dann hätte ich noch eine Frage zu dem Herrn zu meiner Linken. Herr Netzer, aktuell sind Sie ja das Gesicht der Otello-Werbekampagne. Die ist ja sehr skurril und ungewöhnlich. Wie waren denn die Dreharbeiten für Sie und werden Sie da eigentlich auch darauf angesprochen, auf Ihre Rolle im Spot? Also ich werde sehr, sehr oft angesprochen, mehr als in der Vergangenheit. Ich habe ja einige schon gemacht, nicht nur für Otello, sondern in früheren Zeiten. Das ist hier, glaube ich, das Akzeptierteste, was ich je gemacht habe, weil es so außergewöhnlich ist. Und das wollte ja auch jeder erzählen. Und das ist wirklich hundertprozentig gelungen. Die Dreharbeiten waren äußerst schwierig, weil wir waren in Rumänien und haben da gedreht unter Voraussetzungen, die doch wirklich anders waren. Aber das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, da bin ich hundertprozentiger Profi, das akzeptiere ich in solchen Dingen und da haben alle sehr, sehr gut zusammengearbeitet und das ist das Produkt. Dann herzlichen Dank für den wirklich tollen Werbespot und Ihnen noch eine schöne IFA, Ihnen beiden. Dankeschön. Danke.